drei Fragen vom Sportbund Rheinland an den Geschäftsführer des TV Oberstein, Bernd Pohl. Herr Pohl, Sie haben vereinseigene Sportstätten, genauer gesagt eine Turnhalle. Sie haben diese Turnhalle von Fortuna Sportgeräte, dem Partner des Sportbundes Rheinland, inspizieren lassen, was die Sportstättensicherheit angeht. Was hat Sie zu dem Check veranlasst? Ja, es war uns schon bewusst, dass unsere Geräte, die zum Teil schon mehrere Jahrzehnte alt sind, nicht mehr auf den neuesten Stand sind. Und wir wollten einfach wissen, wo wir da noch was tun müssen, was möglicherweise nicht mehr den neuesten Sicherheitsanforderungen entspricht. Und da wollten wir uns halt fachmännisch beraten lassen. Und wenn man auf die Liste guckt, die am Ende rauskam, hat Sie das Ergebnis überrascht? Nee, es hat uns nicht wirklich überrascht, weil wir ja um einige Probleme wussten. Auf der anderen Seite hat man uns auf Dinge aufmerksam gemacht, wo wir nie auf den Gedanken gekommen wären, dass wir da Probleme haben, dass es da Verletzungsgefahr oder Unfallgefahren gibt und die abgestellt werden müssen. Jetzt sind Sie auch parallel Sportkreisvorsitzender im Sportkreis Birkenfeld. Was raten Sie denn anderen Vereinen, die auch vereinseigene Sportstätten haben? Es macht durchaus Sinn, das Angebot von Fortuna anzunehmen, das ja kostenlos ist. Man kann dann anhand der Checklisten letztendlich selbst entscheiden, was man von den Profis machen lässt, was man noch selber erledigen kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, noch einige Dinge aufzuschieben, die man nicht unbedingt sofort machen muss. Und ja, die Entscheidung liegt dann letztendlich beim Verein, der kann das dann ebenso machen.